Willkommen, wir stehen vor der geheimnisvollen Tür. Was sich dahinter verbirgt, sehen wir jetzt. Jetzt. Und noch eine Tür. Boah. Nein, dein Kopf. Ja. Ein Knopf. Tschüss. Das hat sich hinter der Tür verborgen. Schilder. Idiot. Are you always this stupid or are you making a special effort today? I told you not to try escape. You will never find a way out of this factory. Neither will you find my core and destroy it. My heart and software are fully repaired. So don't try to escape again. If you run, you're only going to die tired. I need you for my tests. I know it's selfish, but this is my story. We have no time waste. Go to the next room and take both places in the minecarts and turn the lever. I will bring you back then to the testing area. Na toll. Wir haben gedacht, wir entkommen jetzt endlich mal. Und Gnadforsch hat uns wieder. Was ist denn hier hinter? Nix. Komm, los. Oder soll ich schon mal drücken? Und tschüss. Au. Ich bin schneller. Eine Nasenspitze voraus. Aua, es laggt. Hä? Ich bin hinter dir. Nein. Nice. Aber ich will hier raus. Okay. The cake is a lie. Schilder. So. Zap. Aha. Okay. Schilder Layton, wo bist du? Weiter vorne. Ach, da, Schilder? Ah, Schilder, hab ich gesehen. This part of the factory is destroyed too. Ich seh dich nicht. Since test area lies a bit future, I'll just you have to walk. And escape, please don't follow the other rail track. I mean, I'll have to kill you then, because you will get too close to my core. I should have said it. Wollen wir zu den Tests oder zum zum Kern? Schilder. Important. Ja, so, nur, dass wir beide wenn wir beide drin sind, drücken sollen. Aber hier geht's zu den Tests. Und hier geht's dann zum Kern. Geh mal zum Kern. Oder? Wir können auch gerne zu den Tests. Ich glaube, von den Storys her müssen wir hier lang, oder? Ah, es laggt gerade ziemlich. 5 FPS. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Doch. Oder? Nee. Aber warum laggt es so bei mir? Bei mir auch gerade. Ja, Standbild. Oh. Auch nicht. Was? 6 FPS, 3 FPS. Ja, Auslastung ist, also CPU-Auslastung ist fast nix. Jetzt geht's wieder. Musik stört. So, besser. Und tschüss. Au! Ein leerer Raum. Boah, Gravel. Da stand da irgendwas. Oh. Lava! Yeah, wow! Pfeile! Irgendwie sieht's aus, als ob ich in der Luft bin. Ah, ich hab 5 Pfeile. Oh, Pfeile. 7. No. Oh, guck mal. Bei mir lag's ziemlich grad. 2 FPS. Ich entschuldige mich für die Lachs, aber gleich wird's wieder weitergehen. Richtig. Aha, du brennst. Du auch. Boah. Ja? Bei mir schon. Hä, da lag gerade eine Schiene. Au. So, jetzt FPS stabilisieren, bitteschön. Ja, jetzt, sobald ich raus bin, stabilisiert sich. Ja, ich seh dich nicht mehr. Ich bin auf der Druckplatte. Zap, Affen. Ah, gut, ich seh dich wieder. Oh, noch eine Druckplatte. Ich will auf die Seite. Schlafen. Zu Hause gesetzt. Ah, schlafen. Schilder. Ah, warum lag das denn gerade so? Das steht auch da. Ich dachte, du siehst vor. I couldn't kill you there, but I will be impossible for you to destroy the core and me. I shall use my best weapons to defend the core room. Letting you destroying it, there won't be any mercy. Hint. Geh mal weg. Try to stand on both pressure plates when the corresponding red torch is burning. Then try to explode the TNTs. Then get inside it to destroy it from inner out. Ich werde jetzt nochmal kurz Minecraft neu starten, also sehen wir uns gleich.
Welcome back. Welcome back. Jetzt müsste es, glaube ich, funktionieren. Okay, Schilder. Defying you takes less effort than slapping a baby. Not that I'd ever do that. Die monster. You don't belong in this world. You know the difference between you and the you 5 minutes ago? The you 5 minutes ago had 5 minutes to live. Das verstehe ich nicht. hell, I can. Ah! Oh, nochmal ab! Ja, ich gehe extra an Seite. I can already smell your rotting corpse. Ich will da nicht rein. Oh oh, ich glaube, das ist der Kern. Oh, da kommt Wasser runter. Geh auf die Druckplatte. Gleichzeitig. Komm, los! Ne, nichts passiert. Nur Pfeile treffen uns. Okay. TNT. Ja, da kommt TNT runtergefallen. Links. Ah, ich Wasser? Glaube, wenn die leuchten, müssen wir auf die Druckplatten. Stand doch bei den Tipps. Wenn was leuchtet? Die Redstone-Fackeln rechts und links. Oh, hä? Guck, rechts und links, außen sind der jetzt drauf. Nee, hä? Verstehe es nicht. Jetzt! Ich verstehe es nicht. Ich guck mich erstmal ein bisschen um. Ja. Genau. Komm mal hier hin, zu mir erstmal. Hier oben ist eine Redstone-Fackel. Ja. Sobald die leuchtet, gehen wir auf die Druckplatte. Leuchte jetzt. Leuchte. 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 Jetzt. Ja. Achtung. Aber was bringt das? Nö. Da hinten, jetzt leuchtet die. Ja, das schaffen wir nicht, oder? Willst du alles nacheinander, oder was? Ja, keine Ahnung. Irgendwie immer, wenn die leuchten, sollen wir da drauf. Und außerdem war gerade bei mir wieder ein Lack. Komm mal hier rüber schnell. Jetzt leuchtet die. Mann, lag doch nicht so. Ah! Wir fast in die Lava geschmissen worden. Ne. Lass jetzt ist da hinten was runtergefallen. Ich glaube, die Reihenfolge ist eigentlich egal. Fangen wir von hier an. Okay. Och, Mensch, die FPS. Okay, jetzt. Drauf. Drauf, drauf, drauf. Drauf. Bist du drauf? Nein, bist du nicht. Ne. Noch. Also. Oh, scheiß Pfeile. Da hinten fällt was. Boom. Leuchten? Hä? Soll leuchten. Ach so. Ja. Warten. Jetzt. Jetzt. Ja, ah. Oh. Ich verstehe. Ja, ich auch. Dann geht das auf. Okay, machen wir es nochmal von hier. Dann rennen wir jetzt nicht doof rum. Boom. Die TNT sind nur dafür da, um uns zu killen, die runterfallen. Ich renne dann rüber, ne? Okay. Also war es nicht in der 1.7 so, dass man die TNT mit der Hand ab auslösen konnte? Ne. Doch, das war so, aber der Gravel geht runter. Ja, yep, und dann kann man dahinter. Also dann kann man den TNT sozusagen berühren. Das heißt, wir müssen uns Redstone-Fackeln schieben. Entweder das oder ich mach's mit Feuer. Dann mach's mit Feuer. Nee, ich hol mir ja, stimmt, mit Feuer. Oh, ja, mit so. Feuer geht's doch auch. Gut, gucken, wann's leuchtet. Jetzt. Jetzt. Drauf, drauf und rüber. Der Pfeil hält mich immer ab, ey. Brennt es? Es brennt, ja. Eigentlich müsste es brennen, aber das TNT nicht, ne? Ich hol mir Redstone-Fackeln. Redstone, okay, es. Pass auf, hinter dir, hinter dir! Ah! Lustig. So, nochmal. Wir schaffen das heute noch.
Dann haben wir jetzt die Nacht lang eine ganze Adventure mit durchgezockt. Drauf! Auf! Es oh, scheiß Weide! Es brennt immer noch. Oh. Ne. Mist. Der rennt doch außen rum einfach. Also hier so zu mir und dann da. Du gehst zuerst drauf, wenn's leuchtet. Dann kann ich nämlich dahinter so herrennen. Sag mir, wenn's leuchtet und geh drauf, ne? Ja, guck mich einfach an. Ja. Okay. Warte, dann leuchtet. Feuer aus. Redstone Fackel hin. Nein, lag nicht. Ja. Hä? Boom. Okay. Es ist explodiert, oder? Ja. Gut. Da ist nämlich kein TNT mehr hinter. Yep. Next. Okay, die war gerade an. Weiß nicht, dauert wieder ein bisschen, aber egal, bis dahin können wir Pfeile verschießen. Wir haben doch keinen Bögen. Nein, aber so. Die Pfeile, die da drin sind. Nee, komm, guck auf die Fackel. Bevor wir es verpassen. Fackel. Bossfight. An, TNT. an. Ah, ja, ja, nein, Luck, nein. Nochmal versucht, den Lava zu schon. Okay, Leute, das war ein Luck. Vom allerfeinsten. Zuerst, du, so, nochmal Fackeln. Und haben wir die denn jetzt ausgelöst? Ja. Lustig. Ja, Wasser. Geil. Zap, 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 zap. Hä? Willst du mich verarschen? Jetzt! Jetzt schaffe ich es aber nicht mehr. Zap, 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 zap. Menno. Genial. Okay. Über was man sich morgen um 6:30 alles totlacht. Oh ja. Boom. Hey, das war voll der Abfuck, dass das TNT genau dann da kam. An. Und los. Bam. Ah, wieder weg. Boom. Boom. Ja. Ah, ich glaube, wenn das an ist, fällt das runter. Deswegen sehen wir keine Explosion. Mhm. Ah, ist an, ist an. Ah. Ja, das ist ja, es fällt runter. Nice. Boom. Geschafft. Geschafft, geschafft. Geschafft. Okay, es macht Boom. Da geht alles in die Luft. Oh, mal gucken, was ist da los? Cam wurde zerstört. Oh. Runtergefallen. Okay, ich glaube, hier ist the end. Also das Ende. Wo bist du? Ich bin oben. Ja, fall runter. Wo denn runter? Obsidian in der Mitte. Mhm. Weil hier ist ein Portal. Ah. So. Ab rein. Mal gucken, was uns in der Hölle erwartet. Ich falle. Ich nicht mehr. Und raus. Und nix. Und ah. Es lag. Ist eine ganz normale Hölle, ne? Mann. Ich komme hier nicht raus. Ist, glaube ich, auch unnötig, weil hier eine ganz normale Hölle ist. Und wieder zurück. Warte, ich versuche ganz schnell mal was, damit wir noch den Rest sehen können. Weil ich glaube, Bucket hat gerade ein Problem, die Hölle Welt zu generieren. Also ja, die Dingens Welt da so. Ich muss mal aus Minecraft raus. Mach das. Da rein. Zap. Hier. Reload. Zap. Zap, Minecraft wieder rein. Oh Mann. So, ist gereloadet? Nein, jetzt ist gereloadet. T/MW List. Hä? T/MW. Passiert nichts. Ist geunloadet. Reloadet. Ah.
Okay, jetzt ist gereloadet. T slash embedded is better. T slash go to it's better together v1.4 Nether müsste hier sein. Nether. Unterstrich Nether. Okay, jetzt boah, machen wir es Lock. Hängen geblieben. Oh oh. Load. Ne? Ach so, hä? Was? MW load. Ja, hab ich doch gemacht. It's better together. Geht's? Nein, geht nicht. Ich versteh's nicht. Irgendwie sind wir nicht in der Dingensbummens. Was? In dieser Hölle da, weißt du? In der It's Better Together Hölle. Gab's da eine Hölle mit dabei? Ja, wollte ich gerade sagen, obwohl bei den, auf der Seite stand, Bucket User hier extra noch das downloaden und den Ordner reintun. Das heißt, ich habe extra It's Better Together Höllenordner. Ne, es klappt nicht. Ist doch doof. Yep. Ich würde sagen, wir machen mal Pause, probieren es weiter aus, beziehungsweise du probierst es weiter aus. Und dann zeigen wir euch den letzten Room dann sozusagen in der direkt hier danach. Genau. Und bis zum nächsten Part. Ciao.